So, erst einmal vielen Dank. Herr Schüle, war wirklich spannend. Vieles resoniert auch mit unserer Arbeit. Also, wir haben die ersten virtuelle Realitätssysteme, die wir benutzt haben, waren so circa 20.000 Euro haben sie gekostet mit sehr niedriger Qualität. Jetzt kann man ähnliche Systeme für 300 Euro oder noch billiger kaufen. Ja, ist so, ist gut so. Schauen wir, was das bedeutet für uns. Ich werde eher über die Arbeit von unserem Lehrstuhl hier, also von der klinischen Psychologie, was machen wir, was macht Digitalisierung mit uns? Erstens klinische Psychologie, das ist die Arbeit mit psychischen Störungen. Da versuchen wir Diagnose, also wir lernen unsere Studenten, wie sie Diagnose machen, wie sie Therapie machen. Und wie sie umgehen mit psychischen Störungen. Das machen wir im Bachelor und Master und fangen wir an. Jetzt ein Angebot an alle, die beteiligt sind. Sie können auch im Chat was schreiben, vor allem wenn es Fragen gibt. Ich werde es versuchen, auch parallel zu lesen. Melden Sie sich einfach. Fangen wir an. Wir werden allgemein über Digitalisierung in Psychologie bzw. klinische Psychologie, Fokus virtuelle Realität, weil das ist ein Tool, das wir hier öfters benutzen. Vor allem in der Forschung, auch in der Praxis in Psychotherapie, Fokus wieder auf Expositionstherapie. Ich erkläre noch, was das bedeutet. Und noch ein Fokus, wie gesagt, auf unsere Psychotherapieforschung, weil das ist unser Fokus. Also wie kann man Psychotherapie besser machen, optimieren und so weiter. Das ist, was wir machen hier in PFH. Und dafür nutzen wir digitale Medien wie virtuelle Realität. Wenn ich noch Zeit habe, und ich glaube, ich werde Zeit haben, ich werde über eine Corona-Studie, der auch online stattfindet, und da zeige ich auch ein Beispiel, wie wir mit Digitalisierung arbeiten. Jetzt, da dieser Vortrag wird online sein, in YouTube später, ich werde nicht zu tief in Ergebnisse kommen von Studien, die laufen gerade. Ich werde sie kurz erwähnen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns später melden. Wir haben viel zu erzählen, aber wir dürfen nicht alles jetzt publizieren. Deswegen, also erst publizieren. Okay, fangen wir an. Virtuelle Realität. Ich glaube, viele wissen, was das ist. Dazu muss ich wenig sagen, weil es ist jetzt bekannt geworden. Man benutzt es in der Spielwelt und so weiter. Und wir benutzen es in der Forschung und in der Therapie. Aber nicht nur, wie gesagt, wir nutzen auch andere digitale Formen wie Online-Tools, wie einfach Fragebögen, wo wir sehr schnell sehr viele Leute erreichen können, um Situationen wie, also in der jetzigen Situation von Corona, können wir wissen, was ist der psychische Zustand in ganz Deutschland, wenn wir mit genug Leuten kooperieren. Dazu komme ich, wie gesagt, noch später. Serious Gaming, das ist ein anderer Bereich, an dem wir arbeiten. Die Idee da, dass man nutzt eine Spielwelt, den Gaming-Industrie, um bestimmte Therapien zu entwickeln, Diagnosesysteme zu entwickeln. Das heißt, wir schauen zum Beispiel, wie verhält man sich in ein bestimmtes Spiel, um zu sagen, diese Person ist eher depressiv oder eher sozial ängstlich und so weiter. Andere Bereiche, wo wir schon viel arbeiten, ist Konfrontation in der virtuellen Realität, Konfrontationstherapie. Ich werde auch später ein Video zeigen. Ist es so, dass wenn jemand spezifische Angst hat oder ja, nehmen wir Angst vor Spinnen, die einfachste bzw. die effektivste, definitiv nicht die einfachste, sogar die schwierigste, aber die effektivste Therapie dafür ist Konfrontationstherapie, wo wir die Person mit der Angst konfrontieren und genug Zeit dafür bringen. Und so behandeln wir eine Person. Aber wie gesagt, nicht jede mag diese Art von Therapie machen, vor allem Patienten, die Phobie haben, wo die Angst extrem stark ist. Dann versuchen sie, die Situation zu vermeiden. Also, ich zeige noch, was machen wir mit diesem Patienten. Genau. Konfrontation, das machen wir sowohl in der Praxis, also ich zeige jetzt ein Video von einer Praxiserfahrung, wie behandeln wir Patienten, aber auch in der Forschung. In der Forschung nutzen wir virtuelle Realität, um Konfrontationssituationen zu erzeugen und das zu erforschen. Das heißt, wir machen, also ganz einfaches Beispiel, wir machen eine Gruppe Behandlung mit virtueller Realität in einer bestimmten Situation, zum Beispiel in einem Raum, und vergleichen diese Therapie mit einer anderen Gruppe, die macht das in mehrere Räume. Und dann sagen wir, bitte schauen wir
ob dieses Raumunterschied, wir nennen es Context Change, Kontextänderung, während der Therapie, was bringt für die Therapie? Macht sie stabiler, rückfallresistenter und so weiter. Das ist eine mögliche Forschung, die wir machen. Jetzt den Sinn hinter Expositionstherapie ist so. Wenn wir Patienten fragen, zum Beispiel, sie sehen eine Spinne, was passiert? Patient oft sagt, meine Angst wird so hoch steigen, dass ich werde verrückt oder sterben oder ich kann es nicht. Und deswegen gehe ich weg. Also ich vermeide diese Situation. Und der Sinn hinter der Expositionstherapie ist, dass wenn man genug Zeit bleibt, wissen wir von Erfahrung, also von der Praxis, aber auch von Forschung, dass diese Angst nach bestimmter Zeit runtergeht. Also so, was wir hier sehen als ja, die erste Kurve. Und wenn man die Therapie ein zweites Mal macht, steigt die Angst auch hoch, aber geht auch schneller runter und der Peak ist niedriger als davor. Das dritte Mal, vierte Mal und so weiter, bis man irgendwie ein Angstniveau, Angstlevel erreicht, mit dem man leben kann. Und das ist mehr oder weniger der Sinn von einer Expositionstherapie. Und wir nutzen virtuelle Realität, um diese Expositionen zu machen. Jetzt, wir müssen nicht virtuelle Realität benutzen. Es gibt auch, was man nennt, Expositionstherapie in vivo, mit der echten Angst. Wäre das Spinne und andere angstrelevante Cues. Man macht es auch in senso, indem man mit dem Mensch durch Gedanken die Situation wiedererlebt und behandelt. Das macht man sehr oft in Behandlung von Traumata, Kriegstraumata oder Autounfälle und so weiter. Und in Virtu, also in virtueller Realität. Da gibt es den Vorteil, dass man die Situation als Therapeut jetzt völlig kontrollieren kann. Und als Patient, man hat die Sicherheit, dass die Situation wird nicht außer Kontrolle geraten. Also Sie können sich vorstellen, zum Beispiel Situation, wo jemand Angst vor Fliegen hat. Dann ist es sehr schwierig, mit ihm eine Therapie in vivo zu machen, wo man in ein Flugzeug steigen muss und dann kriegt diese Person Panikattacke mitten von einem Flug. In diesem Fall ist es empfohlen, zum Beispiel, dass man die Therapie erst in virtueller Realität macht, genug Mal, bis man die Sicherheit hat, bis man steigt in Exposition in vivo. Das war nur ein Beispiel. Jetzt eine häufige Frage, die auf uns kommt: Lösen diese überhaupt virtuelle Spinne Angst? Die Antwort ist ganz deutlich ja. Ich zeige jetzt ein Video, dann können Sie vielleicht sehen. Und Trigger Warning, beziehungsweise ich frage erst, gibt es Leute hier, die Angst vor Spinnen haben, beziehungsweise Phobie haben? In diesem Fall bitte Hand hoch. Sie können diese Plattform benutzen, um Ihre Hand hochzuhalten. Ich sehe jemanden, der rot macht, aber nur eine Person. Okay, ich glaube es nicht, manchmal ist es mehr. Aber gut, auf jeden Fall Trigger Warning, es wird eine Spinne geben. Also wer Angst hat, wegschauen. Das muss erst klappen. Moment. Genau, da zeige ich ein Beispiel von einer Behandlung, der wir in Regensburg gemacht haben mit einem Patienten. Versuche ein bisschen näher an die Spinne zu kommen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das hier ist klassische Verhaltenstherapie. Exposition oder Konfrontation. Es geht nicht darum, wie Sibylle Thomas Angst entstanden ist, sondern darum, sie zu verlernen. Eine andere Seite. Rechts. Ja, da ist wieder okay. Wie hoch ist denn deine Angst jetzt? Jetzt so 60, 70. Okay. Wir probieren ein bisschen näher zu kommen. Langsam ausatmen. Einatmen, behalten, langsam ausatmen. Laut Verhaltenstherapie, Angst ist etwas, das man lernt. Und ursprünglich hat man gedacht, man kann dieses Angst verlernen, indem man Expositionstherapie macht. Jetzt denkt man, es ist ein bisschen komplexer, es ist nicht genau verlernen, sondern man lernt man Sicherheit. Also man lernt, dass die Spinne es nicht mehr beängstigen. Das ist ein Video von Regensburg.
Und jetzt machen wir ähnliche Studien, aber eher für eine Forschung. Also wir nutzen dieses virtuelles Medium, um Therapien zu erforschen. An der BFH machen wir gerade auch viel, wie gesagt, Psychotherapieforschung. Zum Beispiel, es gibt eine Studie, die gerade läuft, beziehungsweise jetzt an Pause wegen Corona, aber wir schauen jetzt, wie wir das online machen, also ohne VR-Brille, wo wir untersuchen soziale Ängste. Also wir versuchen, eine soziale Situation zu erzeugen, wo Interaktion ist, gibt zwischen Menschen und ein Schaffner, der kommt, stellt komische Fragen, also stellt eine Rechnungsfrage, die komplex ist, und dann alle gucken auf den Patient oder den Proband. Und dann gibt es, was wir nennen, soziale Angst, Induktion, und dann messen wir diese soziale Angst und schauen wir, wie können wir das manipulieren, verbessern, ändern. Und so forschen wir Methoden zur Behandlung von sozialer Angst zum Beispiel. Ein anderer Bereich, den wir machen, ist relativ spannend, finde ich. Da geht es um Kognitionänderung in virtueller Realität. Und zwar, es gab eine Gruppe in Oxford, was sie gemacht haben, sie haben ein virtuelles Agent, also ein virtuelles Mensch, gezeigt. Und gegenüber dieses Mensch äußert man die Gedanken, die man hat. In dem Fall, sie haben Menschen mit Psychose. Also Menschen, die zum Beispiel Stimmen hören. Und diese Stimmen sagen, mach das, irgendwas Böses, also schneide dich oder verletze jemanden und so weiter. Und was sie gemacht haben, also normalerweise in der Behandlung, wir lassen diese Menschen mit sich selbst reden. Also wir sagen, ja, es ist dieser Gedanke, was denke ich dazu? Und dann gibt es die Diskussion in dem Mensch selbst. Es funktioniert. Aber die Idee war von dieser Arbeitsgruppe in Oxford ist, dass es ist viel einfacher, wenn ich nutze virtuelle Realität, um dieses Mensch zu externalisieren und gegenüber dieses Mensch die Gedankenaustausch zu machen, indem man sagt, verletze jemand. Meine Antwort ist, nein, will ich nicht. Und dieser therapeutische Prozess von Diskurs mit den negativen Gedanken hat besser funktioniert als Gespräch within der Person, also mit dem in sich selbst. Wir haben eine ähnliche Studie gemacht mit depressiven Patienten. Die Studie befindet sich gerade in Publikation, deswegen erzähle ich nicht viel mehr dazu. Ich kann nur sagen, es ist wirklich spannende Daten, kommen manchmal bald raus. Eine andere Arbeit, die wir machen hier an der BFH, genau, mit was wir nennen Körperschemastörung. Ich glaube, viele wissen, dass in bestimmte Essstörungen, zum Beispiel Anorexie, gibt es, was man nennt Körperschemastörung. Also die Idee, dass man, wenn man sich im Spiegel sieht, dann man sieht sich oder Teile von sich, also nicht die Gesamtkörper, aber zum Beispiel die Hüfte oder die Arme, man sieht sie als dicker, als sie sind, beziehungsweise breiter, als sie sind. Und das ist ein Symptom, das ein Muss-Symptom. Also ich muss dieses Symptom haben, um Anorexie-Diagnose zu bekommen. Nur Problem ist, dass dieses Symptom ist schwer zu quantifizieren, schwer zu messen. Und was wir machen hier in ein paar Arbeiten jetzt, wir versuchen eine Methode zu finden in virtueller Realität, um dieses Eigenkörper-Einschätzungs-Bias, also diese Schwierigkeit in der eigenen Körperseinschätzung zu quantifizieren und zu messen, damit wir Tools geben oder Möglichkeit geben für Therapeuten und Forscher mit diesem Problem umzugehen. Wieder Arbeit im Verlauf, kann ich nicht viel erzählen. Wer Lust hat, kann sich bei uns gerne melden. Mein letztes Thema ist mit Corona. Also ich glaube, es ist mir klar, dass alle wissen, wir sind in Corona-Zeit, und es ist mir klar, dass viele leiden darunter. Was mir nicht klar ist, in welchem Ausmaß. Und es gibt viele Studien, die gerade laufen in Deutschland, die versuchen, genau diese Frage zu beantworten. Also was sind die psychischen Kosten von Corona? Die finanziellen Kosten sind auch nicht klar, aber es gibt viele Daten dazu mit klinischen bzw. psychischen Kosten. Bis jetzt gibt es kaum was dazu in Deutschland, aber viele Arbeitsgruppen arbeiten dran, wir auch. Da kann ich schon berichten von der ersten Kohorte, also so circa 2000 Menschen, die wir getestet haben in verschiedene Locations, also verschiedene Standorte in Deutschland. Das Ziel ist zu schauen, was
Was ist der Unterschied zum, also es gibt verschiedene Fragen da, aber eine von denen ist, was ist der Unterschied zwischen Bayern und Niedersachsen? Wo in Bayern kam viel schneller diese Restriktionen und so weiter, Niedersachsen kam ein bisschen langsamer, hat es einen Unterschied über die Psyche und so weiter? Das werde ich nicht berichten jetzt, sondern ich werde kurz ein beunruhigende Grafik zeigen von unseren Ergebnissen. Wenn wir, und damit mache ich Schluss. Was wir hier sehen, ist eine repräsentative Stichprobe, die 10 Jahre alt ist. Da hat man geschaut, was ist die Depressionssymptomatik oder Symptombelastung bei Depression bei einer riesigen Stichprobe. Das ist Teil von unseren Ergebnissen. Wir haben viel mehr Daten, aber das ist, was ich jetzt gerade zeige, circa 1200. Aber die Daten haben sich nicht geändert, wenn man die gesamte Stichprobe anschaut. Und schauen Sie bitte nur die rote jetzt gerade. Und zwar, es geht hier um, also auf die rechte Seite, wie viel Prozent von dem gesunden Stichprobe, also ganz normale Bevölkerung, nicht klinische Stichprobe, wie viel Prozent berichtet von schwerer depressiver Symptomatik oder schwerer depressiver Belastung? Vor 10 Jahren, die Anzahl wäre 1%. Jetzt mit der Zeit, diese Anzahl, wir erwarten, das erhöht sich. Also jetzt bei Depressionsdiagnose in den letzten 10 Jahren, die Anzahl hat sich auf 70% erhöht. Das heißt, wir erwarten jetzt nach 10 Jahren, dass es anstatt 1%, dann gibt es circa 2%. Ja? Das wäre erwartungsgemäß. Das war Deutsch. Was wir aber bekommen haben, in unserer jetzigen Stichprobe, also in Corona-Zeit, ist eine Erhöhung mal 5. Jetzt, das ist 500% Erhöhung in der Symptombelastung. Das ist viel, extrem viel, wenn man betrachtet, dass die Kliniken und Psychotherapieplätze sind voll besetzt, unabhängig von Corona, von Corona-Zeiten. Also einen Therapieplatz zu bekommen, braucht man circa 5 Monate zu warten. Wenn man Glück hat, kriegt man auch die Therapie, die man will. Kliniken sind, also Psychiatrien sind 97% voll in normale Zeiten vor Corona. Und wenn wir sprechen von Erhöhung von, also mindestens Verdoppelung, wenn wir davon ausgehen, dass es 2%, also von 1 bis 2 wäre logisch, aber dann ist es nicht 2, sondern 5, dann ist es enorm. Und da wir bereiten uns vor als Therapeuten, als Psychologen, auf was auf uns kommt. Wir können aber sehen, dass es nicht gut ist. Mit dieser Unerfolgsrecht bedanke ich mich bei alle und gebe es weiter an Herrn Schüler. Vielen Dank, Herr Schiban, für diese ausgesprochen spannenden Erläuterungen. Eine Rückfrage von mir. Gibt es denn schon Erfahrungen, wie beispielsweise jetzt diese VR-Therapie wirkt im Vergleich zu konventionellen Methoden? Sie haben es eben mal ganz kurz angesprochen. Kann man da schon sagen, ob das ähnliche Wirkungen oder ähnliche Effekte erzielt? Ja, wie immer bei uns, es hängt davon ab. Also prinzipiell hängt davon ab, wirklich. Also es ist, wenn wir sprechen über spezifische Phobie, also Angst vor Spinnen oder vor Fliegen und so weiter oder soziale Ängste, dann ist es entweder gleich, was wunderbar ist, weil Expositionstherapie funktioniert richtig gut. Und es gibt Unterschiede, manchmal besser, manchmal schlechter, aber minimale Unterschiede. Jetzt, ich sage, es ist gut, weil man soll auch denken, dass eine Therapie für Flugphobiker, das beinhaltet, dass jemand sitzt in einem Flugzeug, hat enorme Kosten, die man vermeidet. Und deswegen, das ist sozusagen eine Erleichterung für den Patienten mitzumachen. Es reduziert wie nennt man das, Dropout-Quote enorm, weil Leute trauen sich, das zu machen. Also es öffnet neue Markt dafür, erstens. Zweitens ist es genauso effizient in bestimmten Phobien. Ja, danke. Spannend. Vielen, vielen Dank für für die Beantwortung der Frage. Wir haben sehr einen tiefen Eindruck bekommen in diese Thematik.